Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute ist Sonntag, es ist schlechtes Wetter und irgendwie sind wir auch ein bisschen spät aufgestanden heute. Aber wir nutzen die Zeit heute, unsere Räder ein bisschen auf Vordermann zu bringen. Das Spectrill wird richtig schön gemacht und alles mal nachgezogen und so ein bisschen geserviced. Dann muss ich beim Torken Reifen wechseln. Eigentlich die Bremse entlüften und wir gucken mal, was noch so anfällt. Auf jeden Fall heute so ein kleiner Vlog aus der Bastelbude sozusagen. Viel Spaß beim Video. Leute, warum wir euch, vielleicht wundert ihr euch, warum wechsle ich auf den Reifen? Das Profil ist ja eigentlich noch gut. Aber ihr wisst vielleicht noch von Instagram, ich hatte mal einen Platten. Da bin ich noch Schlauch gefahren. Und dann habe ich den gewechselt und irgendwie ist der Reifen Fritte dabei gegangen. Der eiert die ganze Zeit und jetzt bin ich langsam das Eiern einfach leid. Und deswegen muss heute der Reifen hier weichen. Wird einfach Zeit, ich habe keinen Bock mehr. Das geht mir so auf den Sack, wenn ich nach vorne gucke und im Sichtfeld irgendwie der Reifen so eiert. Deswegen kommt der heute runter und kommt dann weg. Es lohnt sich übrigens dran zu bleiben, denn es gibt noch eine Neuigkeit für euch. Verraten wir euch gleich am Schluss, wenn hier alles getan ist. Vielleicht fragt ihr euch, was macht ihr für einen komischen Reifen da drauf? Das war zwar eine Schwalbe Verpackung, aber das ist ein Maxxis High Roller 2. Den hatte ich noch übrig vom Thomas. Der kommt jetzt halt vor. Ich habe den hinten schon jetzt Zeit drauf, weil mein Minion ja kaputt gegangen ist. Und wisst ihr vielleicht aus dem Typ das Video. Und ja, der kommt jetzt vorne einfach auch drauf, weil ich den noch übrig habe. Ist jetzt nicht mein Favoritenreifen oder so, aber ich habe gerade nichts Besseres da und werden wir einfach mal testen. So, der Reifen eiert nicht mehr. Jetzt der nächste Schritt ist, glaube ich, das Spectrill. Mal alles nachziehen, Bremsen wechseln, all so ein Kram. Aber hier der High Roller 2. Sieht vorne viel schmaler aus als hinten. Vielleicht legt er sich noch. Oder vielleicht hat er noch. Ja, wir werden auf jeden Fall sehen, wie der sich so schlägt auf den Trails und den Parks. Nächstes Mal gar keine Erfahrung. Was Grip angeht, weil hinten ist ja nicht ganz so wichtig. Wir werden sehen. We'll be right back.
Leute, das Spectral ist ready. Und zwar haben wir es fertig gemacht, weil das Ganze jetzt zum Verkauf steht. Wir machen jetzt noch ein paar Fotos für eBay Kleinanzeigen und so weiter. Und dann, wenn ihr es haben wollt oder Interesse daran habt, packe ich euch den Link in die Videobeschreibung. Oder ihr meldet euch irgendwie bei uns bei Instagram oder so. Dann geht das natürlich auch. Aber unter dem Link findet ihr nochmal alle Specs von dem Spectral. Specs vom Spectral. Ja, genau. Also das ist so die Neuigkeit. Ich schieße jetzt noch ein paar Fotos. Bremsen entlüften vom Torque habe ich jetzt noch nicht gemacht, weil wir haben langsam Hunger. Aber ich habe aus Langeweile eben die Cobra gepimpt. Und das muss ich euch natürlich noch zeigen. Zieht euch mal rein hier. Wie krass das Gerät jetzt aussieht. Hier oben natürlich Mark ganz oben. Und dann jede Menge coole Aufkleber. Ich werde es bestimmt noch voller machen mit Aufklebern. Aber ja, jetzt zum Abschluss machen wir einfach noch einen kleinen Bike-Porn vom Spectral und dann schießen wir ein paar Fotos. Und ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag. Wir sehen uns im nächsten Video wieder und lasst gerne ein Abo da, kommentieren, Daumen nach oben, ihr wisst Bescheid. Und ja, wenn ihr Bock habt auf das Spectral oder jemanden kennt, für den das in Frage kommt, ja, schickt einfach den Link weiter und wir würden uns freuen, denn die Michi hat keine Verwendung mehr für die gute Dame. Aber ich muss sagen, sieht echt fresh aus jetzt. Wir haben nochmal das ganze Ding ja, fresh gemacht. Sieht besser aus, als es gekommen ist wahrscheinlich. Und ja, Bike Porn ab. Bis zum nächsten Video. Ciao, ciao. Video.